Mein Name ist Lars Engelhardt, ich bin Mitglied des Löschzuges Burgaltendorf. Und der Löschzug Essen-Burgaltendorf ist in diesem Jahr Ausrichter einer Gemeinschaftsübung mit den Löschzügen Hattingen-Niederwenigern und der Löschgruppe Essen-Bifang. Die heutige Gemeinschaftsübung fand hier an der Holteier Straße im Bereich eines alten Lehrerhauses und der Grundschule Burgaltendorf statt. Angenommene Lage war ein Feuer auf einem Garagendach, was durch Dachdeckerarbeiten verursacht wurde und dann über die Fassaden in die Gebäude hineingezogen ist. In den Gebäuden waren samstags nachmittags, dem Wetter entsprechend, in dem Mehrfamilienhaus 9 Personen vermisst, die gerettet werden mussten. In der Schule befand sich noch eine Schulklasse, die heute einen Ausflug gemacht hat, wo noch 7 Personen, davon 5 Kinder, zu retten waren. Wir haben also dann 2 Abschnitte gebildet. Ein Abschnitt war das sogenannte Lehrerhaus, also das Mehrfamilienhaus. Dort wurde unter Atemschutz, unter Nullsicht, wurden 9 Personen gerettet. Eine Person ist noch gesprungen, die musste über den Sprungpolster gerettet werden. Und hier im Abschnitt Schule, das war unser Abschnitt 2, wurden dann ebenfalls die Kinder unter Atemschutz aus dem Gebäude herausgeholt. Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der Übung. Ziel war es, das Zusammenspiel der verschiedenen Einheiten auch städteübergreifend zu üben. Innerhalb von gemischten Abschnitten hat das sehr gut funktioniert, sodass wir sehr zufrieden sind und jetzt gleich in einen glücklichen Feierabend gehen können.